Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pain, The Pain Screen Killings. Huscht. Das habe ich mir ein bisschen übernommen. Und zwar, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich werde mal gucken, warum ich dieses Rätsel hier nicht lösen kann. Ich habe nachgeschaut, die Mitte ist tatsächlich 50. Also das Bullseye hat, wie ich es vermutet habe, 50 Punkte. Das hier wären tatsächlich 60. Das ist der doppelte, also der zweifache Ring. Das heißt, es werden 20 mal 2 gezählt. Das heißt, hier sind 60. Hier sind die 50. Hier sind dann die 2 und hier die 7. So, ich habe mich gespoilert, weil ich das Rätsel ums Verrecken nicht kapiert habe. Und leider habe ich dann, ich habe auch keine Ahnung, wie die auf diesen Code kommen. Ich verstehe es nicht, weil hier ist ja der Hinweis. Subtrahiere die gelben Darts, die gelben Dartpunkte von den roten Dartpunkten. So, und ich weiß jetzt aber nicht, wie die auf 137 kommen. Also der Code wäre jetzt hier in dem Fall 0137. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich dann selber gespoilert. Und zwar ein bisschen blöd jetzt irgendwo, aber ich hätte keine Ahnung, wie ich da drauf kommen soll. Ich habe noch was gelesen, dass es noch eine Dartscheibe gibt. Und zwar, es soll noch eine Dartscheibe geben in diesem Ding. Da gehen wir als nächstes rein. Ein alter Desk-Key. Und noch ein Tagebuch. Nochmal von Bernhard Hopkin. Ich weiß jetzt nicht, wie war ein Foto? Nee, F war nicht Foto. Cam. So. Ich weiß jetzt nicht, wie... was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Juli... Oh, 21. Juli 1995. Als die Polizei mitgeteilt hat, dass Vivian ermordet wurde, war ich auf dem, oder war ich zu Boden, auf dem Boden, nein, wie war das? Am Boden zerstört, so, am Boden zerstört. Ich weiß nicht, was ich tun soll. My mind is blank. Keine Ahnung. Mein Herz ist schwer oder leer. Alles, was an alles, was ich denken kann, ist, wie konnte das passieren? Wie kann Vivian tot sein? 23. Juli 1995. Everyone's learning about Vivian's death. Alles über den Tag, an dem Vivian starb. Also Leute sind gekommen oder calling in sind... Charles hasn't been out of his room for days. Oh, der Tag, nachdem Vivian starb. Leute sind gekommen oder haben angerufen und haben ihr Mitgefühl ausgedrückt. Charles hat seit Tagen seinen Raum nicht verlassen und Trisha weint sich ihr Herz aus. Dorothy hat die ganze Arbeit mit dem Haus und... Or hoping that it would take their minds off Vivian's death. Ah, die Dorothy versucht sich anscheinend abzulenken, indem sie die ganze Hausarbeit erledigt, um sich irgendwie abzulenken von Vivian's Tod. Samuel, unser Security Guard, hat nachgeprüft, ob er irgendwas auf den Security Tapes findet von den letzten 2 Wochen. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. 27. Juli 95. Scott was just apprehended for the murder of Vivian. Scott wurde als Mörder verdächtigt von Vivian. Kann das wahr sein oder gibt es gar keine Beweise? Never ever believed that Scott would. Ich kann mir nicht vorstellen oder ich kann es nicht glauben, dass Scott in irgendeiner Weise irgendwen töten könnte. Und vor allem nicht allein Vivian. Es macht mich so mad, es macht mich so, weiß ich nicht, mad. Also I feel confused, ich fühle mich verwirrt. 29. September 95. Trisha wurde heute ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hat einen
nervösen Breakdown, also wahrscheinlich einen Zusammenbruch, nachdem herausgefunden wurde, dass Scott wahrscheinlich der Mörder ihrer Mutter ist. Her condition has been getting worse over the past few weeks and no one has been able to properly help her. Anscheinend muss sie ganz allein damit klarkommen und niemand will ihr irgendwie helfen. Charles finally decided to seek help from the hospital. Na gut, er hat anscheinend die einzige Hilfe, wo er gemeint hat, dass es für sie nur gibt, wäre eben im Krankenhaus. 27. Oktober 95. Matthew no one believes that the son killed Vivian. Matthew sieht nicht ein oder glaubt nicht, dass sein Sohn Vivian getötet hat. He hired some fancy lawyer to find him. Aha, er hat anscheinend diesen Privatdetektiv beauftragt, um ihn zu entlasten. Boah, das kann ich nicht, das verstehen. Scott's been released. Irgendwas mit realisiert on bail today. Bail, weiß ich jetzt leider nicht, was das heißt. Ich sage, im Englisch ist nicht gar gut. It's beyond ridiculous. Oh Gott, ridiculous. I don't think Scott should have been released at all. Despite the infused, he killed Vivian. I know that he's guilty. Everyone knows it. Ich weiß, er hat Vivian getötet. Er ist schuldig. Jeder weiß, dass er es ist. Anscheinend, also man sollte, um ihn zu beschützen, sollte man ihn wegsperren. 1. November 95. The maids were cleaning the mansion when they found some stuff belonging to Vivian, a key and some stationery. I asked Charles what he'd like to do with them, but he told me to take care of it myself. Die Dienstmädchen haben die Mansion gereinigt und da haben sie irgendwie einiges an Vivians Sachen noch gefunden. Einen Schlüssel und some stationery, weiß jetzt nicht was. He asked Charles, was sie damit machen sollen. Und er hat gesagt, ich soll es mitnehmen. I brought them back to my place. Also ich habe sie dann an meinen Ort gebracht. 4. November 95. Vivians Tod. Vivians Tod hat bei jedem irgendwo Narben hinterlassen, vor allem bei Charles. Nachdem ich gehört habe, wie Charles Herz gebrochen ist. Was two nights ago, I can't hear to see him. After hearing how heartbroken, wie gebrochenes Herz er hat, ist 2 Tage her. Ich kann hören. Boah, ich kann ihn nicht mehr anschauen, oder wie? Scott soll auf jeden Fall beten. Für was er getan hat. Okay. Ich habe mich übrigens in der Hinsicht gespoilert, dass ich weiß, dass das Spiel alternative Enden hat. Und nicht nur das, man kann tatsächlich... das war das erste, was wir gelesen haben, gell? Genau, das ist nur von 94. Jedenfalls ist es so, dass es alternative Enden gibt. Also je nachdem natürlich, was man herausfindet. Und bei einem alternativen Ende kann man tatsächlich auch sterben. Ja, das hat mir dann so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, ich will es irgendwie nicht weiterspielen. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Habe ich jetzt eigentlich fototechnisch dieses blutige Brett fotografiert? Ja, ich habe das blutige Brett fotografiert, das ist gut. Weil das ist nämlich wahrscheinlich wichtig und wir brauchen, ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwie, was wollte ich gerade sagen? Ja, dass wir wahrscheinlich irgendwie was brauchen, um die Nägel rauszuziehen. Das heißt, in dem Fall brauchen wir wahrscheinlich ein Nagelding. Da kommen wir immer noch nicht rein. Inventar, was ist das? Looks like a desk key found in Bernhards house next to his diary.
Das soll anscheinend von Vivian Key sein. Okay, dann. Ich mache jetzt mal wieder. Ich will hier keine Spuren hinterlassen, dass ich hier war. Achso, habe ich jetzt hier irgendwelche Schranktüren oder so aufgemacht? Okay, habe ich schon zugemacht. Ich hab langsam echt die totalen Paranoias, dass hier irgendjemand noch rumläuft in diesem Kaff. Weil wenn man irgendwie alternativ sterben kann, würde es mich nicht wundern, wenn es tatsächlich irgendwo jemand gibt, der rumläuft und mich dann irgendwann niederschnetzelt. Weil es war ja dieser Privatdetektiv auch da und keiner weiß, was mit dem passiert ist. Ich habe den nicht gesehen bisher. Also es weiß ich nicht. Sehr merkwürdig. Der Ladebildschirm. Ich glaube, ich sollte das Spiel oder ich sollte solche Spiele in Zukunft vielleicht auf einer anderen Platte platzieren. Lauwarmer Capo. Ich habe aber die dumme Vermutung. Das Spiel war, glaube ich, nicht ganz so klein. Das müllt mir halt dann die C-Festplatte voll. Bei der C-Festplatte habe ich schon eine M2. Aber ich möchte es halt nicht, dass mir die Platte vollgemüllt wird. So, jetzt schauen wir mal nochmal. Was haben wir im Inventar? Wir haben dieses komische Tool. Wir haben so einen komischen Schlüssel. Und ansonsten halt nur unsere Aufträge. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal auf die Map. Nein, das ist die falsche Map. Und zwar zu diesem Anne's Country Yard Inn und Suites. Es ist ja scheinbar ist das ja Ding gewesen. Wie heißt es denn? Ach, der Butler hat eine weit weg wohnt von der Menschen. Okay, gut zu wissen. Das war anscheinend, naja, ein Hotel war es nett, aber man konnte anscheinend, es war wie eine Absteige, also man konnte praktisch auch in dem Laden absteigen. Was ist das? Sorry, we're closed. Was ist das für ein Laden? Keine Ahnung, steht nichts dran. Kommen wir in die 18? Nö, da gibt es kein Schlüsselloch. Nein, da gibt es auch kein Schlüsselloch. Hier ist noch ein Auto. Unlock. Wieso kann ich das jetzt nicht usen? Ah, ich muss so hingucken. Jetzt kann ich es usen. Einfach mal das Auto aufgebrochen, gar kein Problem. Unlock. Los. Ist der Key vielleicht? Aber ich glaube nicht. Okay. Kann man hier nicht benutzen? Hätte ja sein können. Wieder mein verlassenes Fahrzeug. Was ist hier? Steht auch nichts dran. Sorry, we're closed. Farmers Market. Ich mache jetzt einfach mal, weil ich es kann. Ein Foto. Stevie's Barbershop. Sieht aber nicht so aus, als ob es Story relevant wäre, weil es gibt kein Schlüsselloch. Irgendwo muss doch nur dieses Fotostudio sein, von dem wir gelesen haben in der Kirche. Jetzt sind wir hier am Farmers Market und wir wollen hier lang. Also gehen wir jetzt rechts weg Richtung Clover Street, oder? Ist das die Clover? Es ist die... Huscht. Was ist denn los heute? Es ist die Clover Street. Wie gesagt, es gibt die alternativen Enden. Und bin echt gespannt. Ich denke mal, das geht da davon aus, je nachdem, wie viel man wahrscheinlich findet und was man dann praktisch für ein Ende damit auslöst. Da kann man nicht immer an der Tür rütteln. Okay. So, dann gehen wir hier mal rein oder schauen wir mal, ob wir rein können. Das müsste jetzt das Inn sein, oder? Genau, Anne's Country Yard Inn and Suites. Der Pub, wo Andrew anscheinend laut Zeitungsbericht vor seinem Tod gewesen... Oh, ein Auto. Vor seinem Tod gewesen sein muss. Unlock. Wir brechen einfach alle Autos auf.
Ah, da liegt was drinnen. Privatinvestigator, das ist doch der Ding, oder? Der Privatschnüffler, wollte ich schon sagen. Privatschnüffler, also Ding halt. Wie heißt denn Privatdetektiv? Gibt's bei uns eigentlich Privatdetektivs? Ich weiß es gar nicht. 2PA Steve Moss. I came across your name through a close friend to mine. Ich bin über einen Freund auf ihren Namen gekommen. Er spricht große Töne von ihnen und er sagt, sie sind eine Person der Integrität und ein sehr begabter Ermittler. Das ist schon 97 gewesen. Was haben wir jetzt eigentlich gerade für ein Jahr mit dem Game? Ich weiß es gar nicht. Moment, das können wir doch gleich rausfinden. Wir haben 99. Also es ist auch vor 2 Jahren gewesen. So I would like for you to investigate the case which happened in 1995 in a town called Payne's Creek of the murder of Vivian Roberts. Ich möchte Sie praktisch engagieren für einen Fall, der 1995 in einer Stadt namens Payne's Creek über den Mörder von Vivian Roberts. Ich war da, als es passierte. Der Körper wurde in der Front der Mansion, of the Mansion's Gates for everyone to see. Also die Leiche wurde praktisch vor dem Mansion Gate abgelegt, wo sie jeder sehen konnte. Ein paar Tage später war Scott Brooks sehr suspekt. However, there wasn't enough advice. 18 months later, the police filed Vivian's case. Okay, also 18 Monate später hat anscheinend die Polizei den Fall von Vivian fallen gelassen oder abgeschlossen als wahrscheinlich unlösbar. Was ist denn heute los? Verzeihung. I've tried to forget everything, but I just can't. I simply want to know the truth. Ich habe versucht zu vergessen, aber ich kann nicht. Ich möchte die Wahrheit wissen. I have enclosed a copy of the treat letter that Vivian received the day she died. Ich habe eine Kopie von dem Drohbrief, den Vivian bekommen hat, bevor sie gestorben ist. Ich hoffe, er hilft. Für meine eigene Sicherheit möchte ich gerne anonym bleiben, diese Zeit. I will give you the first payment. Ich gebe Ihnen die erste Bezahlung. That you will agree to my offer. When the case is solved, I will pass you the rest of the payment. Okay, anscheinend, nachdem sein Perso oder sein Ausweis hier liegt, hat er den Fall nie abgeschlossen. Da ist die Frage, was ist mit diesem Scott passiert? Steve Moss. Ich habe gerade vorhin die anderen Videos geschnitten. Ja, freundlichst, anonymous. I know what you did. Meet me at the well at midnight. Ich weiß, was du getan hast. Triff mich beim Brunnen um Mitternacht. You know which one. Come alone. Du weißt wen. Komm alleine. Okay, also anscheinend hat dieser Ermittler nie seinen Fall abgeschlossen, weil sonst wäre erstens nicht sein Auto hier, seine Perso, also sein Perso und sonst was noch. The secret lies with her. Geheimen Lügen mit ihr. Wer ist sie? Dann lesen wir mal. Steve Moss. Wir haben immer noch Taschenlampe an. Ja gut, dann würde ich halt read. The investigation progresses slow. Also seine Untersuchungen gehen sehr schlecht. Ich versuche die Leute. I've tried. Ich habe versucht, die Leute zu interviewen, aber viele von ihnen haben Payne's Creek verlassen oder sind gerade dabei auszuziehen. I found someone showing that things aren't what they seem.
Die Sache, oder was war das? Die Beweislage sieht nicht so aus, oder es sieht alles anders aus, als es eigentlich war. The media didn't have it right. Die Medien haben es nicht richtig dargestellt oder haben nicht richtig recherchiert. Ich muss einige Leute der Menschen oder die in der Menschen angestellt waren, interviewen. I've been to very and haven't reached out yet. Ich habe noch nicht viel herausbekommen. Matthew seems to be Scott's legal parent. Matthew scheint Scott's legaler Elternteil zu sein. Still won't talk to him yet. Also ich möchte noch nicht mit ihm reden. I have to visit St. Patrick's. Ich möchte oder ich werde morgen St. Patrick's, St. Patrick's, wie heißt es denn? Hören es aus. Waisenhaus besuchen. It's a day's drive von hier. Es ist eine Tagesfahrt von hier weg. Ich weiß, Scott hat dort irgendetwas herausgefunden. There's something not quite right with all of this. Da ist einiges nicht ganz richtig mit allem. Vivian married Charles 1971. Also Vivian und Charles haben 71 Jahre geheiratet. Nach der Heirat wurde sie Vizepräsidentin der Roberts Mining Company. It went into a slump after the mining incident, die dann wahrscheinlich geschlossen wurde nach diesem Minenunfall 73. Aber sie hat nicht aufgegeben und hat das Ganze, diese Mining Company, nachdem sie zusammengebrochen ist, wieder komplett neu aufgebaut. Sie supportete das ganze Paint Creek Community Hospital Revitalize, achso, und hat diese ganze Stadt irgendwo nach vorne gebracht. Sie war sehr populär, beziehungsweise sie war sehr öffentlich aktiv. Die Frage ist, zu aktiv. She was taken to Paint Creek Community Hospital for an emergency operation. Also sie musste 1974, wurde die Vivian anscheinend in eine Notfalloperation operiert. Und kurz zuvor ist anscheinend Trisha Roberts auf die Welt gekommen. Vivian was, okay, für einige Monate war sie anscheinend im Krankenhaus und war anscheinend in der Behandlung bei Dr. Henry Johnson. Yay. Security Room Mansion. Das war jetzt mein Handcreme, das war jetzt sehr gruselig, weil die runtergefallen ist. Security Room. Haben wir den schon gefunden? Also der muss ja auf jeden Fall abgeschlossen gewesen sein. Security Room Mansion. Es gibt ja mehrere Räume in der Mansion, die nur abgeschlossen sind. Und unter anderem habe ich auch noch nicht den Code für den. Noch nicht den Code für dieses komische Bild. So, dann haben wir das auch. Okay. Ich mache da jetzt mal zu. Muss ja nicht jeder sehen, dass da rumgeschnüffelt worden ist. Was ist da noch? Big Books Little und Moon Café. Kann man da hin? Huch, ich stecke im Ding Stuhl fest. Ach, schade. Der Shoshi. Tja, ich würde aber sagen, wir sehen uns jetzt in der nächsten Folge wieder. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gehen wir in dieses Inn and Suites rein. Also, wenn es funktioniert, dass wir rein können. Ich weiß es nicht. Ich habe es. Das ist nicht. Wir können schon mal einfach schnell probieren, aber ist offen. Ist open. Tja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Gerne noch abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt. Und in der nächsten Folge sehen wir uns hier dann um. Es sieht schon mal sehr gruselig aus. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ade, Washi.